Untersuchung innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und man bildet sich ganz schnell eine Meinung über jemanden. Das geht natürlich in dieser kurzen Zeit viel über Kleidung, vielleicht über Körpersprache und ganz wenig nur über das, was jemand eigentlich sagt, weil das kann man ja so schnell gar nicht erfassen. Der erste Eindruck ist immer wichtig, zum Beispiel bei einer Bewerbung. Das Bewerbungsfoto, aber auch im Bewerbungsgespräch. Oder wenn Sie Mitarbeiter einer Firma sind und werden für den Internetauftritt fotografiert, für das Foto oder auch für das Vibrato-Foto bei Facebook oder bei Xing zum Beispiel, ist es ganz wichtig, dass Sie auf den ersten Blick sehr gut rüberkommen. Und da kann man also manchmal vielleicht einiges noch optimieren. Und da gibt es hier so ein paar Beispiele. Ja, und ich möchte jetzt mal den Moderator bitten, wenn es Meldungen gibt, wie wirkt das auf Sie, diese Person, ganz spontan? Altbacken. Okay, es wirkt altbacken. Ja, wie kommt dieser Eindruck zustande? Durch den Pullover. Durch den Pullover, richtig. Also Material ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein grobes Material, das ist strikt und man sagt, je feiner ein Material ist, Unifarben sehr fein bei Anzügen, dann wirkt das eben sehr kompetent und sachlich. Und je gröber ein Material ist, desto freizeitmäßiger wirkt das auch. Ja, noch mehr, abgesehen davon, dass die Farbe auch nicht so schön ist zu Ihrem Gesicht, das lässt Sie sehr blass wirken. Noch mehr, was Ihnen da auffällt. Die Haarfarbe. Okay, ja, Frisur, genau, da gibt es auch noch einiges zum Optimieren. Was würden Sie denken, welchen Beruf könnte diese Person haben? Wo wird das gesagt? Nochmal? Ja. Arbeitsamt. Arbeitsamt, also Arbeitsvermittler oder Arbeitsunkunft? Kindergärtnerin, ja, genau, okay. Ja, also das ist schon mal sehr interessant. Wir kennen diese Person gar nicht, aber wir verbinden gleich ganz viele Dinge damit und haben eben erste Vorstellungen. Ja, das war vor der Beratung. Das ist jetzt danach. Was fällt Ihnen auf im Unterschied? Wie wirkt es vielleicht zuerst? Wie wirkt es? Dynamisch, schick. Ah, okay. Es wirkt dynamisch und schick. Es wirkt schick. Und wie kommt das zustande? Was fällt Ihnen da auf? Was sind die Veränderungen? Der Haarschnitt. Ja, genau. Das ist also stufig und kürzer. Und dazu kann man sagen, wenn man hier jetzt nochmal zurückgeht bei dem ersten Bild, sie hat ein relativ rundes Gesicht und da, wo das Gesicht so rund ist, kommt diese Frisur noch drauf. Das heißt, das wirkt eigentlich unnötig zu breit. Während man das jetzt hier mit einer stufigen Frisur, wirkt das Gesicht viel schmaler natürlich und durch diesen Stufenschnitt auch moderner. Make-up natürlich auch immer ein sehr wichtiger Punkt, gerade wenn Sie zum Fotografen gehen, lieber ein bisschen mehr Make-up auflegen, weil da geht immer dieser Blitz drauf und dann sieht man da nicht viel von und es wirkt immer präsenter mit mehr Make-up. Ja, noch was Ihnen auffällt, außer Make-up, Frisur? Was war das? Kleidung. Die Kleidung, genau. Also wir sind ja bei dem Eingangsbeispiel schon drauf eingegangen. Strick wirkt immer so ein bisschen burschikos auch, so ein bisschen freizeitmäßig und durch moderne Materialien hier, durch diese Lederjacke. Das wirkt immer gleich bei jedem Outfit so ein bisschen jünger und moderner auch. Außerdem ist es ein starker Farbkontrast, also hier dieses Rot und Schwarz. Und starke Kontraste nehmen wir immer als selbstbewusst wahr und auch als kompetent. Also Frisur, Make-up, Kleidung, Material, Farben. Ja, das ist jetzt, wenn ich so eine Frau in der Beratung habe, die also gerne wissen möchte, welche Farben stehen mir gut oder auch, ich habe viel zu viel im Kleiderschrank, wie kann ich denn jetzt da das finden, was mir gut gefällt. Das wäre dann so Thema in der Beratung. Ich habe aber auch viele Männer in der Beratung, gerade wenn es jetzt berufliche Zusammenhänge sind, wenn jemand selbstständig ist oder wenn jemand vielleicht als Wissenschaftler einen Vortrag halten muss vor einer großen Personengruppe. Und das ist jetzt zum Beispiel für einen Mann vor der Beratung. Wie wirkt das auf Sie? Was fällt Ihnen auf? Mal laut rausrufen hier. Oh, ungepflegt, oberflächlich. Ah, es wirkt ungepflegt und oberflächlich. Ja, noch mehr. Behäbig.
Behäbig, okay, ja. Ja, was würden Sie denken, was für einen Beruf könnte diese Person haben? Was für ein Arbeiter? Sozialarbeiter. Sozialarbeiter. Ah, super. Das ist eine tolle Einschätzung, weil ein Kriterium ist natürlich immer, dass man sich auch zu seiner Zielgruppe anpasst. Und tatsächlich, wenn er jetzt Sozialarbeiter wäre, was er nicht ist und viel so mit Obdachlosen arbeiten würde, dann wäre das vielleicht, ne, für die so ein bisschen nahbar, dass sie sich da auch rantrauen. Ja, okay. Er ist aber kein Sozialarbeiter. Wir gehen mal weiter nach der Beratung. Ja, was fällt Ihnen hier auf? Ich sehe bestätigtes Nicken. Was sind die Veränderungen? Was würden Sie hier positiv sehen? Er sieht jetzt sehr gepflegt aus, wirklich ansprechend. Gepflegt und ansprechend. Okay, er sieht gepflegt und ansprechend aus. Ja, können Sie festmachen, wie dieser Eindruck zustande kommt? Ja, können Sie alle? Ja. Durch den Haarschnitt, durch die Brille, die er jetzt trägt? Genau, richtig. Der Bart ist gekürzt. Richtig, genau. Also erster Punkt. Und die andere Kleidung natürlich. Die andere Kleidung dazu. Andere Kleidung, genau. Ja, Haarschnitt. Also wenn wir zurückgehen, er hatte die Haare so im Gesicht. Das heißt optisch, das macht das Gesicht breiter und verkürzt es. Hier hat er die Haare draußen. Das heißt, das Gesicht wird optisch verlängert und macht ihn auch schlanker. Dann der Bart natürlich. Und zwar war es da so, er wollte gerne ein Doppelkinn kaschieren und hat deswegen den Bart zu länger gehabt. Allerdings, wenn man den Bart kürzt, sieht es, wie Sie schon gesagt haben, viel gepflegter aus. Und ich sehe jetzt auch gar kein Doppelkinn. Das heißt, häufig ist so die Eigenwahrnehmung anders wie die Fremdwahrnehmung. Und manchmal kann es sein, dass man Dinge kaschieren möchte und sie gerade dadurch betont, sozusagen. Ja, dritter Punkt, die Brille. Wenn wir nochmal hier vergleichen, da hat er eine relativ sachliche, neutrale Brille. Hier hat er eine Brille mit mehr Kontrast, die auch nochmal die Augenfarbe hervorbringt. Also Brille ist auch ein ganz wichtiger Punkt, macht ganz viel mit einem Gesicht. Und gerade bei Männern, die tragen ja nicht so viel Schmuck, da ist Brille natürlich auch ein ganz markantes Wiedererkennungsmerkmal. Kleidung, letzter Punkt, auch hier wieder größtmögliche oder große Kontraste, dunkelblau zu weiß. Dunkle Farben wirken auf uns immer seriös und kompetent und von daher ist das also eine gute Wahl, wenn er jetzt IT-Fachmann ist zum Beispiel oder irgendwie in der Bank arbeitet oder einen kaufmännischen Beruf hat. Ja, okay, soweit erstmal zur Einführung.